gilt heute Abend zuerst Ihnen. Lieber Herr Bischof, der Sie nach Lachenspeyer dort gekommen sind und Ihnen allen, ich darf in unserer Gemeinde heute Abend auch Menschen begrüßen, die gerne der Einladung der Pfarrei gefolgt sind und diesen Gottesdienst mit uns feiern. Dekan Andreas Rummel als Dekan des protestantischen Dekanats. Es ist sehr schön, dass Sie heute Abend Zeit hatten. Ihre Visitation liegt ja noch nicht so lange zurück. Sie wissen, wie ich mich jetzt fühle. Dann unser Herr Oberbürgermeister Marc Weigel. Auch ich grüße dich ganz herzlich heute Abend. Es ist sehr schön, dass du Zeit gefunden hast, bei uns zu sein. Dann Klaus-René Schick als Ortsvorsteher von Lachenspeyerdorf und Landtagsabgeordneter mit seiner Ehefrau, die Schulrätin ist. Auch euch ein herzliches Willkommen. Ihr seid alle evangelisch, deswegen sitzt ihr in der ersten Reihe heute. Dann die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher der Gemeinden sind auf einer Fahrt, aber sie haben Vertreterinnen und Vertreter geschickt. Ich darf Herrn Steffen Kern und Herrn Michael Mattes ganz herzlich begrüßen, die ihre Kollegen vertreten. Und dann Professor Dr. Christopher Wolf als Diözesanleiter der Malteser in unserem Bistum mit einer ganzen Delegation von Maltesern, die heute Abend gekommen sind. Auch euch und Ihnen ein herzliches Willkommen. Und jetzt, Herr Bischof, darf ich Sie bitten, die Heilige Messe mit uns zu eröffnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ja, liebe Schwestern und Brüder, es ist immer etwas Besonderes, zur Visitation in die Gemeinden, in die Pfarreien zu kommen und mit ihnen gemeinsam Gottesdienst zu feiern, die Mitte, sich um Christus zu versammeln und von dort für unseren Auftrag in diese Zeit neue Kraft zu bekommen. Der Besuch in der Gemeindevisitation ist ja auch dafür da, dass wir uns gemeinsam im Glauben stärken und von der inneren Mitte her wieder neu orientieren. Schön, dass wir das hier in dieser großen Verbundenheit tun, dass so viele gekommen sind. Ich freue mich natürlich auch ganz besonders mit vielen Messdienerinnen und Messdiener hier und über alle, die auch schon im Vorfeld mitgewirkt haben und jetzt mitwirken. Und ich freue mich natürlich auch in besonderer Weise mit dem ökumenischen Verbundenheit, in der wir hier gemeinsam am Altar sind. Wir sind in der Fastenzeit, der österlichen Bußzeit. Wir wollen uns neu auf Ostern vorbereiten, auf diese unglaubliche Botschaft der Hoffnung, mitten in aller Todesbedrohung der Welt an das Leben zu glauben, an die Kraft Gottes, der stärker ist als alle Mächte des Todes. Das kann gerade in der dramatischen Situationen, der sich unsere Welt heute zeigt, eine ganz wichtige Botschaft sein, dass wir als Christen Zeugnis geben vom Leben, das Gott uns schenkt und von der Liebe, die den Hass überwinden kann. Rufen wir ihn um sein Erbarmen. Thank you.
verzeih uns alle Schulden und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasset uns. Herr, unser Gott, erhalte deiner Kirche die Bereitschaft, das Gute zu tun. Ermutige uns in diesem Leben durch deinen Schutz und führe uns zu den ewigen Gütern. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jeremia. Meine Feinde sagten: Kommt, lasst uns gegen Jeremia Pläne schmieden. Denn nie wird dem Priester die Weisung ausgehen, dem Weisen der Rat und dem Propheten das Wort. Kommt, wir wollen ihn mit Worten schlagen und auf keines seiner Worte achten. Gib du, Herr, Acht auf mich und höre das Gerede meiner Widersacher. Darf man Gutes mit Bösem vergelten? Doch sie haben mir eine Grube gegraben. Gedenke, dass ich vor dir stand, um Gutes über sie zu reden und deinen Zorn von ihnen abzuwenden. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er unterwegs die 12 Jünger beiseite und sagte zu ihnen: Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, dort wird der Menschensohn den hohen Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, damit er verspottet, gegeißelt und gekreuzigt wird. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Damals kam die Frau des Zebedäus mit ihren Söhnen zu Jesus und fiel vor ihm nieder, weil sie ihn um etwas bitten wollte. Er fragte sie: Was willst du? Sie antwortete: Versprich, dass meine beiden Söhne in deinem Reich rechts und links neben dir sitzen dürfen. Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagten zu ihm: Wir können es. Da antwortete er ihnen: Ihr werdet meinen Kelch trinken, doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die mein Vater diese Plätze bestimmt hat. Als die 10 anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über die beiden Brüder. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Sein. Das Wort Jesu trifft uns mitten in unsere zeitliche Situation, Herausforderung ziemlich direkt. Es geht um den Machtmissbrauch in der Welt. Und die Kirche ist auch ein Teil der Welt. Wir sind mittendrin. Ich glaube, dieses Thema des Machtmissbrauches ist momentan aktuell das entscheidende Thema. Willkür der Macht, auch bis hin zu militärischer Macht, gewaltsamer Macht, mit der man seine Machtbereiche abstecken will, andere Rechte missachtet. Das ist letztlich lange her, ein paar Tage, dass wir den 2. Jahrestag des gewaltsamen Einmarschs in die Ukraine gedenken und keine Lösung in Sicht scheint, sondern eher im Gegenteil. Nicht nur dort mittlerweile der gewaltsame Konflikt durch den gewaltsamen Überfall der Hamas in Israel und die jetzt ausgelöste Reaktion, die großen Probleme, wie kriegt man die Entfesselung auch von Gewalt und Macht und Hass und Unversöhnlichkeit, die dabei kommt, wieder
in eine andere Vision der Menschheit hinein. Das sind die entscheidenden Fragen ja in unserer heutigen Zeit. Aufrüstung überall in der ganzen Welt, massiv, klar. Die Logiken, die dahinter stehen, die Fragen, die uns massiv beschäftigen, was ist der richtige Weg? Also die Frage nach der Macht und auch der, immer wieder der Entfesselung der Macht, dem Machtgelüsten von Menschen und dem, wie dem begegnet werden kann. Aber es ist ja auch eine Frage, die uns selbst auch in der Kirche sehr tief getroffen hat und trifft. Bei euch soll es nicht so sein, aber es war bei uns genau so. Auch das. Der Missbrauch von Macht, nicht nur im sexuellen Missbrauch, auch im geistlichen Missbrauch von Macht, von falscher Autorität, die sich selbst immer wieder nur bespiegelt hat, aber im Grunde nicht der Menschen, den Menschen gedient hat. So stehen wir vorhin, glaube ich, fällt Jesus schonungslos hier die entscheidende Frage auch seines ganzen Daseins. Denn der Menschensohn ist ja auch nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein ganzes Leben hinzugeben in diesem Dienst als Sühnegeld für diese Welt. Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, an diesem innersten Punkt spüren wir, wie wir wieder neu, auch in unserer Gesellschaft, auch den Kern unserer christlichen Botschaft und unseres Lebens neu orientieren und entdecken müssen, um glaubwürdig daraus zu leben und eine Vision unserer heutigen Welt geben zu können. Wie denn ein anderes Miteinander in dieser Welt gelingen kann? So stehen wir auch manchmal sehr sprachlos da, tief selbst auch verunsichert. In vielen Fragen, ich denke an die Pax Christi-Bewegung bei uns in der katholischen Kirche, die Frage nach der Gewaltlosigkeit des Evangeliums. Sehr schwierige Frage, wie gehen wir richtig in diesem Augenblick mit um? Eins aber ist klar. Braucht Menschen, die den Frieden, die der Versöhnung, dem Dienen, der Liebe in dieser Welt, ihre Leidenschaft und ihre Liebe schenken. Denn wie auch immer wir die Probleme dieser Welt lösen wollen, ohne eine solche gewaltige Bereitschaft geht es nicht. Ohne Menschen, die Hoffnung, die Positives ausstrahlen und bringen. Ohne Menschen, die bereit sind, aus einem anderen Geist zu leben und Gemeinschaft zu bilden, kann es nicht gehen. Denn kein Friede kann durch Waffen am Ende geschafft werden, sondern immer nur durch Menschen, die dann bereit sind, wirklich in einen Dialog, in Begegnung, in Gemeinschaft und damit auch in Versöhnung zu gehen. In etwas, was uns selbst zutiefst auch fordert. Bei euch soll es nicht so sein. Liebe Schwester, Mutter, das beschäftigt und berührt mich in diesen Tagen sehr, wo wir in etwa jetzt gerade noch gemeinsam von der evangelischen Kirche und wir Katholiken haben uns jetzt angeschlossen, eine Mitgliedschaftsuntersuchung gehabt haben und Ergebnisse bekommen haben über den gewaltigen Verlust an Religiosität, Transzendenzbewusstsein in der Gesellschaft, ein Verlust, der einfach da ist, Menschen gar nicht mehr danach fragen. Wo ist eigentlich das Tiefere, was wir hineingeben können? Gleichzeitig in einer Menschheit, die zutiefst Visionen braucht,
und Menschen braucht, die diese Vision leben können, um die Zukunftsfragen miteinander bewältigen zu können. Da kommen mir zwei wichtige Linien in den Sinn. Die erste ist die: Die Zukunft kann nur, wir leben in einer globalen Welt, universal angegangen werden. Wir brauchen eine Vision der Universalität der Menschheit. Das heißt nichts anderes als der gleichen Würde aller, die Schwestern und Brüder miteinander sind auf dieser Erde. Und dass wir uns nicht gegenseitig, auch in unserer Gesellschaft, mit einer Ungleichheit schon also gegeneinander ausschließen dürfen. Annehmen des Menschen als Ganzen und das Ja sagen zu jedem und als Bruder und Schwester in der einen großen Menschheitsfamilie. Eine solche universale Vision braucht eine innere Kraft, die das zusammenhalten kann und die es auch immer wieder verteidigen kann gegen alles, was an Ideen dagegen gewendet wird, an Überlegenheit von Rassen und an völkischen, nationalistischen, anderem Denken, was Menschen auseinanderreißt und zerteilt in dieser Welt. Es braucht eine ziemliche innere Kraft auch der Liebe, der Bereitschaft, miteinander als Menschheit in Gerechtigkeit voranzuschreiten und die, die auf der Schattenseite sind, nicht einfach dort zu lassen und nur so miteinander Frieden schaffen zu können. Jesus hat uns den einen Vater im Himmel gezeigt und gelehrt, die Liebe dazu. Wir beten gemeinsam das Vater unser in der ganzen Menschheitsfamilie, der ganzen Christenfamilie rund um den Globus. Der eine Vater und wir sind Schwestern und Brüder miteinander. Da steckt eine Kraft und eine Vision hinter. Und da steckt etwas hinter, was in unserer heutigen Welt so wichtig und aktuell ist, wie vielleicht wir immer wieder in der Geschichte, aber heute gerade besonders drängend. Dazu kommt dann zu dem universalen Blick auf alle Menschen halt eben nicht nur auf die eigene Interessengruppe, die eigene Blase, dass sich weiten, dass sie immer wieder hinausgehen, auf den anderen zugehen, gemeinsam Zukunft zu suchen, kommt das Zweite, die Liebe zum Konkreten, zum einzelnen Schicksal, zu dem Menschen, so wie er ist und wie er hier versucht, durch dieses Leben zu gehen, das Wahrnehmen des Einzelnen in seinem eigenen, in seinem Leben, das Konkrete. So wie Gott selbst in seiner Menschwerdung uns alle Menschen erfasst und ihm uns eine Würde der Kinder Gottes gibt und er ganz konkret in Jesus Christus unser ganzes Leben auf sich genommen hat und damit diese tiefe Solidarität mit uns Menschen. Deswegen glaube ich, dass wir Christen einen ganz wesentlichen Beitrag für eine Vision der Zukunft geben können und geben müssen, dass das unsere Aufgabe ist. Und nicht so sehr unsere Aufgabe darin ist, ob wir hier bei uns und uns alles so behalten können, wie es so ist, sondern den Mut, darin mitten hineinzuwirken und da in den Dienst für die Menschheit zu gehen. Daraus eine Vision des Miteinanders in einer solchen Pfarrei zu entwickeln, so wie mit Jesus auf diesem Emmausgang, dass unser Herz brennend wird, so wie sie es in ihrer Vision ja auch geschildert haben, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns war und uns den Sinn der Schrift erschloss. Was war der Sinn, dass der Menschensohn leiden muss, dass der Menschensohn hineingehen muss, mitten in diesen Kampf um das Menschliche in dieser Welt. Und dass wir dort mitten hinein Zeugnis geben dürfen
von der allumfassenden Liebe und Kraft Gottes und von einer Vision, die Zukunft schenken kann, die Hoffnung gibt, den Horizont der Auferstehung über diese Erde breitet, zum Neuwerden der ganzen Schöpfung, durch seinen Geist, der in den Menschen lebendig werden kann. So wollen wir versuchen, wir sind mitten auch in der Kirche in einer gewaltigen Umgestaltung und wir müssen selber immer wieder tiefer sehen, wie können wir uns in diesen Dienst hineinnehmen lassen. Wie können wir eben nicht unsere Macht missbrauchen. Religion hat Macht, sondern dass es zum Dienst der Liebe wird, dass Menschen erwachen können und spüren können, was für eine positive Kraft des Lebens in Fülle, in dem Glauben, den wir haben, stecken kann. Was für eine Würde bei jedem von uns gibt, jedem. Was für eine Berufung er in jedem von uns legen kann. Da, wo er ist, dass das Herz wach wird und wir an diesem Miteinander in unserer Gesellschaft stricken, nicht uns gegenseitig zu spalten, sondern gemeinsam Zukunft zu leben und zu suchen. Und in dieser großen Vision, glaube ich, unseres Glaubens, können wir als Kirche zum Segensort in dieser Welt werden. Das ist ja auch die Vision unseres Bistums, dass Kirche da sein soll zum Segen für die Menschen, nicht sozusagen als Überwacher und Normierer der Menschheit, sondern zum Segen, zum Heil, damit die Menschen spüren können, dass Gott mit ihnen ist, gerade auch heute und in dieser Zeit. Und wenn wir dazu bei uns, da überall wo wir sind, einen Beitrag leisten können, dann zünden wir ein Licht in der Hoffnung in dieser Welt an. Und das kann es eine schönere Aufgabe in dieser Zeit geben als genau das. Danke für Ihr Zeugnis, jeden Einzelnen hier und darüber hinaus, der aus dem Glauben versucht zu leben, Gemeinschaft bildet, am Ort, in Ihren Gemeinden, in der Pfarrei, im Miteinander. Danke euch, Messdiener, ja, wenn ihr das Licht hier haltet, das ist ein solches Zeichen. Jeder, der aufsteht und der Mut hat in dieser Zeit und der für diese große Vision des Miteinanders einsteht, die uns ins Herz gegeben ist durch den Geist Gottes, der universal wirkt, auf dem ganzen Erdenrund, über alle Sprachen hinweg, ins Wunder, uns eine Kraft geben kann, über alle Grenzen hinweg zu wirken. Das ist es, daran zu glauben, gerade heute, so vieles zerfällt in unserer Wirklichkeit. Aber eben sich diesem Schicksal nicht einfach zu ergeben, sondern mutig zu sein, Mitte zu bilden. So wie auch in manchen der Demonstrationen, die jetzt miteinander in Deutschland sind, wo Menschen zusammenkommen und da geht es nicht um politische Reinwegfragen, sondern es geht um ganz grundsätzliche Fragen des Miteinanders. Nämlich, ob wir zusammenbleiben für Recht und Gerechtigkeit, für Demokratie und Freiheit, für Menschenwürde für alle, für ein universales Bild und für eine Gesellschaft, die sich also nicht gegenseitig aufhetzen lässt und Ungleichheit in die Gesellschaft und die Axt an der Wurzel des Gemeinsamen legt. Dem einen sagt, du kriegst die vollen Rentenbezüge, du anderen kriegst sie nicht. Das ist es doch. Mitten da drin sind wir als Christen und haben aus unserem Glauben eine größere, eine wichtige Vision und einen großen Auftrag. Da dürfen wir nicht den Kopf in den Sand stecken. Und das können wir auch nur ökumenisch miteinander tun.
Also nehmen wir das wieder an. Danke allen, die hier wirken und lassen wir uns neu ermutigen für unseren Auftrag. Bei euch soll es halt nicht so sein. In der Begegnung mit dem Auferstandenen ist auf dem Jüngerkreis Jesus die Kirche geworden. Es ist heute die Gemeinschaft derer, die seine Jesu Botschaft verkünden und leben. Zu ihm, Christus, der in unserer Mitte zugegen ist. Wir beten für unseren Papst Franziskus, für unseren Bischof Karl-Heinz, für unseren Weihbischof Otto und für die Gemeinschaft der Bischöfe. Stärke sie in ihrem Dienst und in der Vielfalt ihrer Aufgaben. Schwestern und Brüder. Wir beten darum, dass wir einander auch weiterhin in wohlwollender Wertschätzung begegnen und uns mit unseren Talenten gegenseitig bereichern können. Beigetragen haben, dass unsere Pfarrei und ihre Gemeinden Höhen und Tiefen bestehen konnten. In besonderer Weise denken wir an die verstorbenen Priester und pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier gewirkt haben, und an alle verstorbenen Gemeindemitglieder. Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen.
Thank you.
Ja, du bist heilig, großer Gott, der Quelle aller Heiligkeit. Und darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Bring dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Karl Heinz, mit unserem Weihbischof Otto und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die du zu einem Dienst in die Kirche berufst. Gedenke auch unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung auf die Auferstehung. Nimm sie und alle, die in der Gnade aus der Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit Petrus und Paulus, mit dem heiligen Erzengel Michael, mit dem heiligen Remigius, dem heiligen Jakobus, dem heiligen Pius und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, auf dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, aller Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Miteinander beten, wie uns Jesus gelehrt hat, den Vater anrufen, der uns alle zusammenbindet als Kinder Gottes in der großen Gemeinschaft der Menschheitsfamilie. Bitten, beten wir. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn da ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Ihn bitten wir. Schau nicht auf unsere Sünden. Sieh auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr und unserer Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Lasset uns. Herr, unser Gott, du hast uns dein Unterpfand der Unsterblichkeit gegeben. Lass uns nicht verloren gehen, sondern führe uns durch den Empfang dieser Speise zur ewigen Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Nehmt bitte noch Platz. Ich darf jetzt den Herrn Dekan und dann den Herrn Oberbürgermeister um ein Grußwort bitten. Und im Anschluss, ich sage schon, seid ihr alle noch zur Begegnung mit dem Herrn Bischof in unser Pfarrheim eingeladen, gleich nebenan. Und den Abschluss des Abends feiern wir wieder hier in der Kirche mit der Komplett, dem Abendgebet. Fühlt euch alle eingeladen ins Pfarrheim, bleibt noch da und feiert mit uns diesen Sehr geehrter Herr Bischof Wiesemann, sehr geehrter Herr Dekan Paul, sehr geehrte Mitglieder des Pfarreirates, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Weide, sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter Schick, liebe Gäste und Ehrengäste, liebe Brüder und Schwestern. Wir sind gemeinsam unterwegs im Raum Neustadt in ökumenischer Verbundenheit. Seit September 2023 sogar als lokale Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Neustadt. Am Pfingstsonntag 2015, ich erinnere mich noch gut, haben wir in Speyer den Leitfaden für das ökumenische Miteinander im Bistum Speyer und in der Evangelischen Kirche der Pfalz, Klammer protestantische Landeskirche, in Kraft gesetzt. Er schreibt uns seit 9 Jahren ins Stammbuch, dass wir bei all unserem kirchlichen Handeln stets zu überprüfen haben, warum wir es nicht gleich in ökumenischer Gemeinschaft verantworten. Darum freue ich mich, dass ich von Ihnen heute zur bischöflichen Pastoralvisitation der Pfarrei Heilig Geist in Neustadt eingeladen wurde und ich bin gerne gekommen, um mit Ihnen zu feiern und dieses Grußwort zu sprechen. Denn wir sind auch seit meinem Amtsantritt und Ihrem Amtsantritt dienstlich und freundschaftlich miteinander verbunden. Ja, Sie haben es schon angedeutet, ich kann mitfühlen. Im vergangenen Jahr wurde der Kirchenbezirk Neustadt durch die Kirchenpräsidentin und den Landeskirchenrat visitiert und ich kann ermessen, wie viel Arbeit in der Vorbereitung steckt. Ich habe ja den Visitationsbericht gesehen und gelesen. Ich weiß aber auch, wie viel tiefer die eigene Wahrnehmung der Arbeit unserer haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen wird bei der Verfassung eines solch umfangreichen Visitationsberichtes. Und es tut gut, die Wertschätzung der Kirchenleitung zu erfahren, sowie Impulse von außen zu bekommen. Denn als Kirche sind wir nie allein, sondern immer in einer weltweiten ökumenischen Glaubens-, Lebens- und Lerngemeinschaft verbunden. Der Bischof hat es in seiner Predigt mehr als deutlich gesagt. So wünsche ich für den weiteren Verlauf der Visitation Gottes reichen Segen und die Inspiration des Heiligen Geistes, der alles Leben und Glauben durchhaucht. Paulus schreibt im Römerbrief, ich lese nach der Übersetzung der Neuen Genfer Bibel, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Danke für die Gastfreundschaft hier in Lachenspeyerdorf. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus
Herr Bischof Dr. Wiesemann, lieber Dekan Michael Pau, lieber Dekan Rummel, sehr geehrter Herr Abgeordneter Schick, für den ich mir erlaube, hier auch als Ortsvorsteher nach dem Speyerdorf mitzusprechen, als Vertreter der weltlichen Gemeinde, einer Gemeinde, aus der man nicht so einfach austreten kann, nur durch Wegzug, die aber unter den Problemen leidet, die Sie, lieber Bischof, in einer für mich wirklich beeindruckenden Predigt, ich habe selten das Vergnügen oder Kummer, wir sind ja als evangelische Christen hier schon entsprechend platziert worden, komme selten in den Genuss, aber ich fand es eine sehr mutige Predigt, die ich auch visionär fand, denn Sie haben die Dinge offen angesprochen, auch auf Schwächen hingewiesen, auf Probleme in unseren Institutionen, aber Sie haben auch sehr stark die Entwicklung in unserer Gesellschaft thematisiert, den Verlust von Bindung beklagt. Und da ist es dann an der Stelle tatsächlich so, dass auch in einer Stadt wie Neustadt an der Weinstraße diese Entwicklung so zu beklagen ist. Und in Neustadt erlebt man das beispielsweise dann, wenn Menschen auf das Hambacher Schloss ziehen, das ist das wichtigste Symbol unserer Stadt und unserer Region für Demokratie, aber auch für Freiheitsrechte. Und dort immer wieder aufs Neue, im letzten Jahr 13 Mal, in diesem Jahr wird es ähnliche Zahlen erreichen, auch etwas tun, was ich in Teilen zumindest als spalterisch und auch als problematisch kennzeichnen muss und darstellen muss. Und ich bin heute hierher gekommen, um Ihnen, um der Gemeinde Heilig Geist dafür zu danken, dass Sie in dieser Stadt Bindungskräfte stärkt, dass Sie, und das haben Sie, Herr Dekan Paul, in besonderer Weise bei uns auf dem Marktplatz gezeigt, bei einer der Demonstrationen, die Herr Bischof auch angesprochen hat, indem Sie Position beziehen, indem Sie auch deutlich machen, dass die Werte, die dem christlichen Glauben entspringen, auch hier in unserer Stadt demonstriert werden müssen, in unserer Gesellschaft wieder betont und gelebt werden müssen. Das haben Sie in ganzer Kraft, hast du, lieber Michael, kann man wirklich sagen, völliger Verausgabung eigentlich am Ende einer Rede getan, an der wir dich dann etwas stützen mussten. Aber da nochmal ein ganz starkes Zeichen auch für die Kirche in unserer Stadt gesetzt. Und ich bin gekommen, um Danke zu sagen. Danke also der weltlichen Gemeinde Stadt Neustadt an der Weinstraße für alles, was Sie als Gemeinden Heilig Geist hier in Neustadt leisten. Das ist dermaßen vielfältig, dass ich nicht alles aufzählen kann, aber das fängt bei so einem Brotbackfest, wie es jetzt am Wochenende irgendwie für die Erstkommunion oder für die Kinder der Erstkommunion geplant ist oder von ihnen ausgerichtet wird. Das fängt da an und geht bei Familiengruppen und Kinder- und Jugendarbeit, den Messdienern weiter, bei den Chören. Das ist alles Bindung in unserer Stadt, in unserer Gesellschaft, die Sie schaffen mit Ihren Werten, mit Ihren Idealen. Aber ich möchte auch Ihnen, lieber Herr Bischof, heute danken, nicht nur für Ihre Rede, sondern dafür, dass Sie dieser Stadt und dieser Gemeinde einen herausragenden Seelsorger geschenkt haben. Stelle nicht allzu sehr loben, nicht in
bestimmt nicht wegloben möchte, aber wenn wir auch in dieser Stadt aus der Position des Hirten auch der Gemeinde heraus hier jemand für einen lebendigen Glauben, für einen gelebten Glauben steht und für eine authentische Kraft, die von diesem Glauben ausgehen kann, dann ist es Michael Paul, und das spürt man nicht nur als katholischer Christ in dieser Stadt, sondern das spüren auch alle die, die auch beide Konfessionen wieder zurückgewinnen wollen. Sie haben sie angesprochen, die enttäuschten Katholiken, es gibt auch die enttäuschten Protestanten und es gibt auch die enttäuschten Bürgerinnen und Bürger, und wir müssen sie alle gemeinsam wieder versuchen zu erreichen, mit der Kraft, die von Ihrer Rede heute ausgeht, mit der Kraft, die von der Arbeit dieses Dekans ausgeht und mit allem, was Sie als Gemeindemitglieder in dieser Stadt, denn viele von Ihnen in unterschiedlichsten Funktionen leisten, wird uns das gelingen, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu bewahren. Danke. Wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen, unter seine Führung, unter seine Kraft, unter seinen Geist, der Patron nach auch eurer Pfarrei ausdrückt, Geist Gottes, der uns ermutigt und uns Kraft gibt, miteinander Zeugen zu sein. Da ist mein großes Dankeschön auch am Ende dieses Gottesdienstes, also hier vor allen Dingen auch allen Mitwirkenden, dem ganzen pastoralen Team, den Messdiener, Messdienerinnen, vor allen Dingen aber auch den Sängerinnen und Sängern. Das war wunderbar. Ich weiß nicht, ich denke mal, verschiedene Chöre sind zusammengekommen. Ja, das ist doch ein Sinnbild. Ne? Es geht zusammen, ja? Es geht. Und es geht nicht nur, es klingt sogar gut. Es macht Freude. Es schafft Gemeinschaft. Dankeschön. Ja? Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der den Himmel und die Erde erschaffen hat. Und so segne euch und gebe euch Mut und Zuversicht, der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Danke.